wir hatten diese Mittelwertmodellierung kennengelernt und wir hatten gesagt, sozusagen als erstes, wir hatten uns überlegt, DC-DC-Wandler sind nicht lineare Systeme. Deswegen benötigen wir diese Modellierung. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Wir haben gesagt, DC-DC-Wandler, die Leistungsstufe plus die PWM-Generation sind nicht lineare Systeme. Dann haben wir im zweiten Schritt gesagt, okay, wir machen diese Mittelwertmodellierung. Die Mittelwertmodellierung gibt uns als Ergebnis ein immer noch nicht lineares System, aber ein Großsignalersatzschaltbild. Das heißt, wir haben dann gesagt, Schalter und Dioden werden ersetzt durch Quellen. Das war das, was wir gemacht hatten. Und dann im dritten Schritt hatten wir gesagt, okay, wenn wollen wir jetzt zu einem LTI-System kommen, müssen wir das linearisieren. Damit hatten wir aufgehört. Das heißt, die Linearisierung liefert uns dann aus dem nichtlinearen Großsignalersatzschaltbild ein linear zeitinvariantes System, mit dem wir ein Kleinsignalersatzschaltbild und ein DC-Ersatzschaltbild ermitteln können. Achtung, das möchte ich hier nochmal hervorheben. Das heißt an der Stelle, diese Linearisierung, die liefert eine Kombination aus einem AC plus einem DC-Ersatzschaltbild. Das ist eigentlich ein Großsignalersatzschaltbild, was linearisiert ist. Und daraus können wir die beiden Teile nochmal rausnehmen. Und das schauen wir uns bloß mal kurz an, was wir schrittweise gemacht hatten. Wir sind ausgegangen von diesem Tiefsetzsteller oder Bug-Converter. Das heißt, ich hatte hier die Schaltung, ein Schalter, eine Diode, Induktivität, Kondensator und Lastwiderstand. Hatten wir dort die Eingangsspannung UE, die Ausgangsspannung UA an diesem Lastwiderstand im normalen Zeitbereich, Schalter und Diode. Das war sozusagen der Ausgangspunkt, das war das nichtlineare Zeitvariante-System. Dann haben wir gesagt, okay, durch die Mittelwertmodellierung kommen wir zu dem zweiten. Das zweite ist jetzt dieses Großsignalersatzschaltbild. Wir hatten den Schalter ersetzt durch eine Stromquelle. Das heißt, wir hatten hier eine Stromquelle mit einem mittleren Schalterstrom IS. Und wir hatten hier eine Spannungsquelle für die Diode eingeführt, mit einer Spannung UD-Mittel und in der ganzen Schaltung rechnen wir dann aber auch sozusagen mit den Mittelwerten. Das heißt, wir haben dort IL-Mittel, wir haben am Ausgang die Spannung UA-Mittel über der Parallelschaltung aus Kondensator und Lastwiderstand und wir haben am Eingang natürlich die Eingangsspannung UE-Mittel. Dadurch haben wir diesen Schaltvorgang eliminiert und haben wir gesehen, dieses Modell können wir in LTSpice reinhauen. Und mit dem können wir die Dynamik beschreiben, wir können das Bode-Diagramm ermitteln und tatsächlich, so werden wir es auch tun im Praktikum. Das heißt, die Vorgehensweise im Praktikum wird sein, eigentlich wenn wir dieses Modell haben, sind wir fertig. Deswegen zeige ich Ihnen nachher noch zwei Beispiele, wie wir zu anderen DC-DC-Wandlern das relativ einfach ermitteln können. Und man könnte jetzt noch weitergehen, wir könnten das jetzt noch linearisieren im dritten Schritt. Das heißt, wir kommen hier raus, Linearisierung. An dieser Stelle hatten wir gesagt, diese Stromquellen und die Spannungsquelle, das heißt, das war hier D-Mittel, diese gemittelte Schaltfunktion mal IL-Mittel, das hier war D-Mittel mal UE-Mittel. Das ist ein Produkt von Zeitfunktionen, das können wir linearisieren und dabei entstehen hier sozusagen mehr Quellen, das heißt, aus dieser Stromquelle wird eine Parallelschaltung von drei Quellen, aus der Serienschaltung von diesem, Spannungsquelle wird die Serienschaltung von drei einzelnen Spannungsquellen hier. Und das war dann sozusagen das linearisierte Modell. Und dann müssen wir Folgendes beachten. Achtung, da habe ich jetzt eigentlich diese Größe UE-Mittel plus Delta UE-Mittel als Eingangsgröße. Das heißt, bei der Linearisierung habe ich diese Arbeitspunktgröße plus diese Kleinsignaländerung. Und das spiegelt sich jetzt auch in diesen Quellen sozusagen wieder. Das heißt, die eine Quelle wird sein, die Arbeitspunktgrößen, Groß-D-Mittel für den Gleichstromarbeitspunkt mal IL-Mittel groß geschrieben, das sind die beiden Arbeitspunktgrößen, der Strom, der hier fließt. In der zweiten Quelle fließt dann der Strom Delta-D-Mittel mal Groß-IL-Mittel und hier unten in der dritten der Strom Delta-IL-Mittel mal
groß D-Mittel ist das Tastverhältnis, das heißt jeweils das Produkt aus dieser kleinen Signaländerung mit diesem Arbeitspunktwert und hier halt das Produkt der Arbeitspunktwerte, das gleiche für die Spannung an diesen drei Spannungsquellen, einmal D mal UE-Mittel, dann hier Delta D mal Groß UE-Mittel und einmal Delta UE mal D-Mittel und in der Induktivität im Kondensator und am Lastwiderstand haben wir dann auch jeweils die Kombination sozusagen von diesen Größen aus Arbeitspunktgröße, hier zum Beispiel IL-Mittel plus Delta IL plus der Kleinsignaländerung, eigentlich Delta IL-Mittel an dieser Stelle. Es kann jetzt sein, dass ich im Folgenden diese Mittelstriche manchmal vergesse, immer dazu denken eigentlich. Also wir rechnen eigentlich immer mit den gemittelten Größen und dann haben wir hier UA-Mittel plus Delta UA-Mittel. Und tatsächlich, das kann ich jetzt eigentlich zerlegen und das ist mir wichtig, dass wir das in der Vorstellung drin haben. Ich kann das hier eigentlich zerlegen in zwei Ersatzschaltbilder. Das heißt, ich kann entweder die beiden DC-Quellen hier nehmen, Delta IL und D-Mittel mal IL-Mittel oder D-Mittel mal UE-Mittel. Und tatsächlich, Achtung, wollen wir mal ersetzen, wie sieht dann das Ersatzschaltbild aus, weil L und C nämlich dann auch besonders werden. Das heißt, L und C haben auch besondere Ersatzschaltbilder für Gleichspannung. Weiß es einer noch? Der Kondensator, offene Leitung und die Spule, die Verbindung. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, für DC kriegen wir jetzt hier ein Modell raus, eine Stromquelle, eine Spannungsquelle, die Spule wird zur Verbindung, der Kondensator zur Unterbrechung und ich habe hier nur noch den Lastwiderstand und das hier ist dann sozusagen eine Schaltung, mit der wir diesen DC-Arbeitspunkt berechnen können. Das heißt, hier haben wir D mal IL-Mittel, hier haben wir die Spannung D mal UE-Mittel, hier fließt dann tatsächlich der Strom groß IL-Mittel und hier fällt die Spannung UA-Mittel ab. Und tatsächlich, das ist eigentlich das Ersatzschaltbild für das, mit dem wir in der Leistungselektronik-Vorlesung gerechnet haben. Das heißt, durch diese Mittelwertmodellierung, die wir dort kennengelernt haben, haben wir eigentlich genau diese Größen berechnet. Das sind sozusagen genau diese Vernachlässigung der Schaltwelligkeit, Spannungszeitflächengleichgewicht, sagt hier aus, es fällt keine Spannung über der Induktivität ab. Ein Element, über dem aber keine Spannung abfällt, ist ein Kurzschluss. Und Stromzeitflächengleichgewicht am Kondensator bedeutet, dort fließt kein Gleichstrom durch, der ist eine Unterbrechung. Das heißt, eigentlich ist das hier sozusagen ein Modell für den DC-DC-Wandler, wie wir den in der Leistungselektronik-Vorlesung kennengelernt haben. Und das zweite ist dann das AC-Ersatzschaltbild. Da bleiben jetzt die beiden anderen Quellen hier übrig. Das heißt, da habe ich jetzt die Parallelschaltung, das war das letzte, was wir uns in der letzten Vorlesung hergeleitet hatten, die Parallelschaltung aus zwei Stromquellen, hier die Serienschaltung aus zwei Spannungsquellen und das wollen wir jetzt benutzen, um die Kleinsignaländerung Delta UE-Mittel auszuwerten. Und tatsächlich hier an der Stelle, wenn wir das hier benutzen, werden wir sehen, da können wir jetzt tatsächlich Laplace-Übertragungsfunktionen raus ermitteln, wenn wir die zum Beispiel den Widerstand der Induktivität ersetzen durch einen komplexen Widerstand S mal L und den kapazitiven Widerstand durch 1 durch SC. Und dann haben wir genau dieselbe Beschreibungsweise, wie wir das in der Vorlesung Regelungstechnik oder Signale und Systeme kennengelernt haben. Und das wollen wir an einem Beispiel machen. Gleich in der Praxis werden wir nur das Großsignalmodell nehmen und LT-Spice die Arbeit abnehmen lassen. Das heißt, in der Praxis leitet man sich das nicht her. Ich zeige Ihnen am einfachsten Beispiel, das ist der Tiefsetzsteller, wie man das herleiten kann und interpretieren kann. Und Sie werden schon sehen, das ist ausreichend kompliziert. Das heißt, wenn man die anderen Übertragungsfunktionen bestimmen will, ist es häufig nur nötig, die numerischen Werte zu kriegen. Und das kann ich mit dem Simulationsprogramm dann einfach schneller machen. Also das hier macht man nur, wenn wir tatsächlich die komplexen Übertragungsfunktionen algebraisch als Formel haben wollen, wenn Sie zum Beispiel selber ein Programm schreiben wollen, was optimiert Ihren Regler automatisch. Aber in der Praxis, wenn Sie sozusagen wissen, wie Ihre Bauteile sind und nur für eine konkrete Realisierung den Regler dimensionieren wollen, reicht auch häufig das Simulationsmodell. Und dann werden wir gleich sehen, das können wir viel einfacher herleiten als diese Kleinsignalersatzschaltbilder. Vervollständigen wir es noch kurz. Ich habe also hier Delta IL
mal D-Mittel, hier oben Delta D-Mittel mal IL-Mittel, hier haben wir Delta D-Mittel mal UE-Mittel und hier haben wir Delta UE-Mittel mal D-Groß. Und tatsächlich, Achtung, dieses Modell gilt jetzt nur für diese ganzen Delta-Größen, Delta IL, Delta UA-Mittel und so weiter. Das ist also sozusagen das tatsächliche Kleinsignalsatzschaltbild. Und für das werden wir auch nachher den Regler auslegen. Das war das Letzte, was wir in der letzten Vorlesung gemacht haben. Und jetzt wollen wir das mal anwenden.